My name is Lift Explain. Welcome back to another episode or another Minecraft video here on the channel. Well, as you can see already in the background today, I have figured out another add on, or you can also call it the mod, and it depends on the FNAF 2 location. It's an entire FNAF 2 mod or add on that adds multiple stuff of FNAF 2 into Minecraft. First of all, Awesome detailed animatronics which you can even use for your own stages or well just the toys, the wither's of course not. As you can see, I built up a little parkour here. Or hang on. <coughs> <coughs> also, yeah. Lefty player geht, it's here. Normaler left this is it's active. Also, wie gesagt, this is add-on from Danny Fox. Also, ganz ehrlich, er hat so viele Add-ons und wirklich das FNAF 2, das sticht so übelst heraus, weil es gibt so viel Cooles, was man hier machen kann. Und wohlgemerkt, die hier, das sind so die Animatronics im Animation Test. Also, sozusagen, wenn ich jetzt crouche und hier kann ich sozusagen die ganzen diversen Phasen, so Animationstests sehen. Zum Beispiel hier so nochmal bewegen, also so blinzeln, also die Augen. Das hier weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ja, hier halt laufen. Der Jumpscare, also wenn er. Das sind so unten einfach so Posen, wo man die einfach in die Location stellen kann. Zum Beispiel, das hier ist ja beim Start, also wenn sie in ihrem Raum so liegt. Das hier, äh, boah. Das ist schwer zu sagen. Also bei Puppet ist es nicht. Vielleicht Anna. Bei Balloon Boy vielleicht? Ich weiß nicht. Aber wenn sie so an der, an der Decke halt rumhängt. Das hier ist. Das ist Price Corner. Das muss Price Corner sein. Dann haben noch. Na ja, komm. Das hier ist. Hallway, nehme ich an. Ich denke es ist Hallway. Dann hier hat noch die Krabbel-Animation. Und das hier, das sind ja auch cool, so wenn man sie tötet, das ist die Sterbe-Animation. Das ist auch sehr, sehr cool gemacht hier von Mangle. Hier. So, Reset. Dann haben wir unseren... Die, also unseren dicken Gamer-Teddy-Kumpel Toy Freddy. Ja, Toy Barney, Toy Chica. Hier habe ich eine kleine Bühne aufgebaut. Hier im Hintergrund seht ihr auch JJ und Balloon Boy. Ja, Balloon Boy haben wir auch hier am Start. Und wir haben auch das Karussell, wir haben Arcades. Also dieses Add-on bietet so viel. Auch hier, ihr seht hier so einen Pappaufsteller von Toy Foxy. Und bei Red Toy Foxy ist legit hier in dem Add-on drin. Mal hier so Arcades. Hier haben wir noch coole so ein paar Plushies. Also wirklich so im Price Corner richtig perfekt. Der Foxy Plush, der bewegt sich aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, war so. Wieso? Für Toy Freddy, Toy Chica, Toy Foxy, Toy Bonnie. Und hier haben wir noch eine kleine Bühne hier für Toy Foxy. Hier sieht man es auch. Also hier. Also man kann die so gut für eine FNAF Location benutzen. Denn hier im Animation Test, die haben teilweise ziemlich creepy Posen. Also... Ich kann es euch safe noch einmal zeigen, und ihr seht ja wahrscheinlich schon das Endoskelett also Endo 02, komplett hier out of place, so. ich finde den Blick einfach so unbezahlbar, so. ich kann es erklären, wenn einfach hier so rumsteht, äh, wo bin ich? Dann haben wir Puppet, der hier ein bisschen rumtanzt, also ist auch Animation-Test, und wo gemerkt, ich, ich habe ihn ein bisschen mit Tricks in die Box gebracht, weil die Box kriegst du exklusiv, also... Puppet ist nicht in Begriffen in der Box. Komischerweise. Dann haben wir hier einen kleinen Pfad. Und hier haben wir auch was Cooles, und zwar eine Parts- Service-Tür. Will really ich perfekt für einen Parts Service. Und hier machen wir mal schnell auf. Open Door. Und hier haben wir die Wizards. Und ich muss euch sagen, das Modell, Alter. Vor allem hat hier, die sind auch im Animation-Test, deswegen tun die mir auch nichts. Aber Alter, schaut euch mal diese Details Alter! Mit so viel Liebe zum Detail, also ehrlich, jetzt, das sieht einfach nur cool aus. Nochmal Weather Barney. Boah, Alter. Also den hier in Minecraft. Ich glaube, ich werde mal noch FNAF Wilbur Rap Back machen mit diesen Animatronics. Dann ich hier Foxy, der auf dem Boden flackt. Naja. Also, wenn es im Sommer heiß ist, da liege lieg ich auch gerne am Boden, so kühl. <laughs> Und im Winter, wenn der Boden schon mal heiß ist, Freddy hier äh, so rumflacken. Aber ihr merkt wahrscheinlich, hier fehlt jemand zur Golden Freddy. Golden Freddy, naja, wollte ich reinpacken, aber dann, weil die hier bei den Animation-Tests ist so, du brauchst sie nur einmal anpacken, sind sie weg, das also die sind echt wie, wie nur so Deko, ja und die Tür geht auch nach der Zeit wieder zu, es sieht einfach wirklich nur geil aus, dann haben wir noch, so also hier Puppet, wie gesagt, also haben wir Puppet und ich kann ja noch schnell hier, machen wir äh, hier, ich habe die spawn weil hier, ihr seht's, es gibt so viel Zeug für eure FNAF-Location. Dann haben wir auch noch Shadow Freddy, Golden Freddy, aber am besten im Animation-Test. War mal Animation-Test, da haben wir Golden Freddy. Shadow Freddy ist wo? Gut, wo ist er? Da. Dann haben wir Shadow Bonnie halt, aber ich weiß auch nicht, wieso zum Teufel Scott in so, so benannt hat. RW, was? RWQFS. F A S X C Also einfach wie als wenn ich gerade kurz was weiß ich was keine Ahnung kurz einen Anfall habe oder so <laughs> obwohl naja. dann ähm, pack mal die wo packt man die hin Na, komm ja auch gleich vom Partner Service hin. zack einfach Shadow Bonnie hier sieht sie jetzt ein bisschen am twitchen und das Coole ist nämlich er die Shadows die sind ein bisschen verglitscht ist ein bisschen gelitschig und er fliegt einfach er fliegt er kann fliegen aber er kann sich irgendwie nicht teleportieren das ist creepy das ist einfach nur creepy hier was Was? hm das ist Alter schaut euch das an I see you I'm coming I know who you are ich weiß wer du bist Boah, voll creepy also, stellt euch vor Ihr seid in einem, dunklen, in einem dunklen Gebäude, also in einer Höhle in Minecraft. Auf einmal seht ihr den Dude, der euch so anguckt. WTF. Und vor allem bei den beiden hier ist auch noch was Gruseliges. Weil es bei Golden Freddy und Shadow Freddy und auch Shadow Bonnie ist es so. Ich kann es vielleicht kurz einblenden. Also Da wird dir einfach schwarz. Also du beginnst du echt zu halluzinieren. Und bei ihm steht dann: I see you. Also, ich seh dich. Kannst du vielleicht kurz einblenden oder. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich es kurz einblenden. Also, es sieht einfach nur freaky aus. Echt jetzt. Also, wirklich einfach nur verstörend. Und vor allem halt bei Shadow Freddy. Hat er noch was? hier, das meine ich. Sie sind einfach vollkommen verbuggt. Die. Körperteile fliegen dahin, wo sie wollen. Ihr seht's. Auf jeden Fall haben wir hier Shadow Freddy. Der hier auch mit seinen Leuchtaugen daherkommt und auch twischt. Und das hier, Alter. So ein fetter sheriff of kopf Einfach nur creepy. Und das hier ist auch cool. Er fliegt einfach. Und er ist halt auch verglitscht. Und stehen. Ist für dich jetzt auch neu. Und dann sitzt er wieder. Also wirklich. Und dann hier packt man auch Golden Rain daneben. Also ihr seht wirklich. Das ist so mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Dass ich wirklich jetzt. Und hier auch. Wow, die Augen. Also. Hier kurz der Kopf. Einfach nur verstörend, Alter. Schaut euch diesen fetten Kopf an. Und stell dir vor, der jagt euch so. Also der greift euch so an. Einfach nur verstörend. Und hier, das ist auch cool. Ja, stehen. Ja, stehen ist auch für dich eine Neuheit, ne? <laughs> also. Gut. Dann haben wir hier das ganze Animation Test. Den ganzen Animation Test-Kram abgehakt. Wohl. Äh, soll ich noch die anderen drei? Ach komm, ich mach schnell. Auf jeden haben wir hier Endo. Endo 02. Im Schacht. Also, Endo ist ja wohlgemerkt ein Easter Egg. Also er ist ein Secret. Was du eigentlich nur. Ihn kannst du nur sehen, wenn Puppet auf dem Weg ist. Also wenn Puppet dich tötet. Er ist eigentlich wie ein Easter Egg. Und hier, das ist Parts and Service-mäßig. Normalerweise müsste ich ihn halt auf den Block drauf packen, dann wir er sitzen. Denn hier halt so Sterbeanimation, er kippt einfach um. Und hier, so steht er normal. Der Typ rennt euch dann einfach so hinterher. Und nämlich auch cool ist bei manchen Animations, die haben eine Animation, wenn sie etwas anvisieren. Das ist jetzt von ihm so. Einfach so. Hier haben wir. Das ist. glaube ich, Price Corner? Steht es so da? Das ist Parts and Service, nehme ich an. Und das hier. äh, I can explain. <laughs> es ist so lustig, es ist wirklich einfach nur lustig. Es ist einfach nur lustig wenn also wir vielleicht noch für, heutige, für die heutige Folge, vielleicht noch schnell schauen wir uns. Äh, wollen wir die Wizards? Ach komm, machen wir die Wizards. Machen wir die Wizards. Also Wizards. ich mache schnell von den Wizards noch die Anim Animation-Tests. Und zwar, ich werde wahrscheinlich auch für jedes Bild, was es im Spiel legit gibt, auch kurz wahrscheinlich einen Screenshot einblenden, dass man sich das so ein bisschen vergleichen kann. Fangen wir mal mit Freddy an. Unserem guten alten Horrorbären. Obwohl der Typ. Ist einfach nur gigantisch. Schaut euch den Dude an. Der ist einfach nur riesig, ey. Aber hier, das ist creepy. Denn er twitcht, Er sagt, ja, ich hole noch schnell ein paar Blöcke, damit ich mich ein bisschen hochbauen kann. Ach komm, Pilzlicht. Das ist egal So. Und zwar, welche von f 2 gespielt haben, müssten einige Posen eigentlich selber von selber erkennen können. Also, jemand sieht's, er atmet. Es sieht einfach nur cool aus. Hier, dann er, er rennt euch so hinterher und das, das ist auch creepy. Mit den Augen. Das ist creepy. Dann nehmen wir den Jumpscare. Also. Dann haben wir hier mit den Augen, das ein bisschen rumtwitcht. Also das hier. Das werde ich. Welches nicht wissen, das ist, wenn er im Hallway steht. Also, Hallway, wenn er eigentlich kurz davor ist, dann ins Büro zu kommen. Das ist einfach nur creepy. Achtung! Office, wenn er euch. Wenn er euch holen will. Das ist so dermaßen verstörend. Vor <laughs> allem die leuchtenden Augen. Einfach nur freaky. Dann haben wir hier, das ist der Teaser. Das war ein FNAF 2 Teaser. Mein Gott, kann ich noch fliegen? FNAF 2 Teaser. Also auf dem Teaser war das so. War eigentlich noch cool, dass er das eingebaut hat. Cam 3. Also hier kurz Kameraperspektive, wie das aussieht. So geht man etwa an ihn ran. Obwohl es nicht so nah ist. Das ist ja gleich so... Riecht nach Kamera, riecht, riecht nach Metall. <laughs> okay, dann haben wir noch. Was haben wir noch? hat ah, die Sterbeanimation, dann hat er eigentlich die Parts and Service Pose. So cool ist. Zack. So, das war's mit Wither Freddy. Also, das ist einfach nur freaky, was der da abzieht. Freddy, ich würde mal zum Arzt. Kennst du einen guten Arzt, weil ich kenne keinen. Dann haben wir Wither Bonnie. Ach, komm mal, wir gleich auch Wither Chica. Und Foxy auch noch. Weil Foxy hat eigentlich mit Abstand die coolsten Posen, muss ich ehrlich. Ich muss es ehrlich zugeben. So, wir haben wir Wither Bonnie. Der sieht einfach. Schaut euch den Dude an. Schaut ihn euch an, hey. Der Typ ist so groß. Schaut es euch an, hey. Halleluja, ist der riesig. Dann auch wieder hier die. Wirklich Pixel, aber auf den kleinen Pixel. Alter, ist das geil gemacht. Hier. Der rennt euch einfach so hinterher. Greift euch so an. Dann haben wir hier. Das ist, äh, Boah, jetzt muss ich überlegen. Es könnte Office sein, aber ich nehme eher an, es ist. Vielleicht im Hallway? Ich nehme an, es ist Hallway. Parts and Service. Kurz bevor er in den Vent reingeht. Und einfach, ihr könnt den Typ mal in den Lüftungsschacht reinstecken. Ich könnte wirklich da reinstopfen. Dann sieht er so aus. Einfach nur creepy. Einfach wirklich nur creepy. K.O. Animation. Auch cool. Dann. Ist es das mit. Withered Bonnie. Und auch Wither Chica. Hier. Boah, Alter. Also, die, die rennt einfach so hinterher. Vorbei, seht ihr das Detail mit dem Maul? Das ist das Endoskelett-Maul, das sich nur das bewegt. So, also auch K.O. Animation. Dann flackt sie halt auch so rum. Das ist. Äh, boah. Hm. Was könnte das sein? Jetzt sind auch manche Custom-Animationen, also Posen, also das würde ich jetzt. Boah. Also das sieht nicht nach Schacht oder nach irgendwas so aus. Das ist Cam. Vielleicht war das andere Cam 2? Weil der guckt die ja so. Das ist Cam 4, ganz klar, wenn sie da bei dem Paper Pals steht, Parts and Service. Schacht! Boah, Alter! Stell dir vor, ihr gehts durch so einen Tunnel, auf einmal guckt euch die an. Okay, das war's. So, jetzt lasse ich dich mal ein bisschen rennen, Chica. <laughs> So, dann haben wir Foxy. 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 Also, also, schaut euch das an. Und hier, er guckt da wirklich so. Das ist, wenn er euch bemerkt. Und der Typ, der kann euch von so weit her bemerken. Schaut euch das an. Vor allem, wie er halt guckt. Und dann rennt er euch so hinterher. Obwohl, ihr er kann euch nämlich, wenn ihr auf großer Distanz Springt er einfach! Er springt. Also er jumpt euch wirklich an. Hier Posen. Das könnte. Boah. Hm. Es könnte Hallway sein, aber. Nein, eigentlich nicht, weil den Haken hat er immer so oben. Nicht so? Den Haken, also welches Wissen, der hat den Haken immer oben. Das ist. Wenn er alleine ist? Steht er so da? Jumpscare, <laughs> Alter. <lacht> boah, Alter, also die Pose, als ich das ersten Mal... What the heck? Das ist ehrlich jetzt. der springt euch einfach an. Das ist, wenn Without Bonnie oder so joinen. Oder Mangle. Das ist Parts and Service. Und halt, vor allem die cow animation sieht geil aus. Und ich weiß nicht, man sieht halt nie, wie ehrlich er im Parts and Service ist. Entweder sitzt er oder er liegt. Oder ich habe auch keine Ahnung, was er genau macht im Parts and Service. Oder was er für eine Pose hat. man sieht ihn ja nie. Man sieht ihn ja nur, wenn alle drei raus sind und erst einziger Parson Service steht. Dann steht er also mit dem Kopf so geneigt nach unten. Also, dann haben wir die Withered-Kategorie für heute abgehakt. Und naja, ich würde sagen, den, den Rest schauen wir uns im nächsten Video an. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten, bis zur nächsten Episode. Bis dann und ciao.